On the left side was the Russian sector, 1 meter to the right was the beginning of the American sector. Zur linken Seite, das ist unser ehemaliger preußischer Landtag. Seit 1997 unser Berliner Abgeordnetenhaus. On the left hand side is the former Prussian Parliament. Since 1997, this is the seat of our Berlin Parliament. Zur rechten Seite der berühmte Martin Gropius-Baum, in ihm können Sie wechselnde Ausstellungen besichtigen. Right here you see the most beautiful Martin Gropius-Baum. It accommodates temporary exhibitions. So, und schauen Sie mal, vor uns erscheinen nun die Reste der Berliner Mauer. Right in front you see the remains of the Berlin Wall. Die Berliner Mauer, sie war ehemals 191 Kilometer lang und 4 Meter hoch. 98% der Berliner Mauer, sie existieren heute nicht mehr. Nur noch 2%. Und die befinden sich im Stadtgebiet von Berlin. Heute steht sie als ein Symbol für das geteilte Deutschland und für den Kalten Krieg. The Berlin Wall, it was 191 kilometers long and 4 meters high. 98% of the Berlin Wall don't exist anymore. Only 2% left in our city area. Today it stands as a symbol for the divided Germany and also for the Cold War. Zu ihrer linken Seite das ehemalige Reichsluftfahrtsministerium, heute Ministerium für Finanzen. Wir Berliner sagen, früher saßen hier die Uniformierten drin, heute sitzt der Uninformierten. On your left you see the former Ministry of Aviation. Now it is the former Ministry of Finance. Here in Berlin we call in former times the uniform people sat here. Now it's the uninformed people. So, und dahinter erscheint gleich der Berlin-Highflyer, unser Ballon. Bei Schönwetter können Sie mit ihm 150 Meter in die Lüfte starten. Wir haben Sie hier auch Ballon, das war ein Highflyer. Weil wir haben Lars Wasser, ein Gastarbus, 150 Meter on the air. Und vor uns der Mietwagenverleih vom Trabi, die ehemalige Rennfahrt der DDR, sehr, sehr beliebt. Behind us is the car station from the Japan. It's very popular. The oldtimer from the former GDR. You can hit on a car, Trabi, Safari. An der nächsten Ecke rechts erreichen wir dann den berühmten Grenzübergang, Checkpoint Charlie. Dieser Grenzübergang, er macht die Geschichte 1961. Als für 3 Nächte Panzer der Roten Armee Auge in Auge mit dem überschonenden Panzer der US-Armee. Das war die direkte Konfrontation zweier Supermächte während des Kalten Krieges. On the next corridor, on the right, we reach the border crossing point, Checkpoint Charlie. This border crossing point, it made history in October 1961, when for 3 days, tanks from the Red Army stood face to face with the tanks from the US Army. And that was the most direct confrontation between two superpowers during the Cold War. Schauen Sie mal hier nach rechts, have a look on your right. Guck mal, Miro ist da. Oh, er sieht uns. Ja, das sind keine wirklichen Soldaten, wir sind inzwischen Freunde von uns, das sind Studenten. These are not really soldiers, they are friends or master students. Und wenn die Zeit haben, kommen die auch mal an Bord und machen Passkontrolle. From time to time, they come on board and make border control. Mhm. So, wir erreichen den Haltepunkt am Grenzübergang Checkpoint Charlie, lead our stop, border crossing point, Checkpoint Charlie. Die Bildergalerie beidseitig hier stellt Ihnen den Kalten Krieg der The picture gallery on both sides, and we show you the Cold War. Nicht so weit, weil wir können auch, dass das die Straße ist.
So, wir fahren jetzt entlang der Friedrichstraße, die ist benannt nach Friedrich I. Er war der erste König Preußens. Anfang des 20. Jahrhunderts war es die erste Geschäftsstraße Berlins, aber auch unsere erste Amüsiermeile. Nach 1990 wurde sie neu gestartet. Heute befinden sich hier viele Banken, Boutiquen sowie zahlreiche Designergeschäfte. We drive along the Friedrich Street. It is named after Frederick I and he was the first king in Prussia. At the beginning of the 20th century, it was the first commercial and entertainment street. From 1990, the street was reconstructed. And now, there are numerous boutiques, banks and designer shops. Seit über 200 Jahren ist dieses gesamte Viertel hier auch unser französisches Viertel in Berlin. Und im 18. Jahrhundert war jeder vierte Berliner ein französischer Immigrant, ein Hugenot. Das waren protestantische Leute, die viele handwerkliche Berufe mit in unsere Stadt brachten. Und deshalb sehen wir auch schon vor unserem Bus mit den roten Flaggen das französische Kaufhaus Galeries Lafayette. Und im nächsten Moment erreichen wir dann den wohl schönsten Platz Berlins, eins unserer architektonischen Höhepunkte, der Gendarmerie. Benannt nach dem französischen Regiment Corps de Gendarmes. Over 200 years, this area has been known as the French Quarter in our city. And in the 18th century, one-fourth of the population of Berlin were Protestant immigrants, the Huguenots from France. That's why you see in front of our bus, with the red flags, the famous French department store Galeries Lafayette. And in a moment, we reach our most beautiful square in the city. That's one of our architectural highlights in our tour. And that's the Berlin Gendarmerie. It is named after the French regiment, Corps de Gendarmerie. So, and gibt es unter Ihnen Gäste, die gerne Schokolade essen? Dann haben wir gleich persönliches Salat. Are there any guests on board which like to chocolate? Then we have a sweet salad for you in the next moment. Hinter dem französischen Kaufhaus biegen wir nach rechts ab. Und dort sind im Ritterskurs Schokoladengeschäft. Hier können Sie Ihre eigene Rittersportschokolade nach Ihren spezifischen Wünschen erstellen lassen. Sehr, sehr beliebt in Berlin. Während des French Department Store, we turn to the right. There you find a small Rittersport chocolate shop. Here you can have your own bar of chocolate, formed in any shape you like. It's very popular. Das schauen Sie mal nach rechts, das ist unser Rittersport-Schokoladengeschäft. Right here you see our small Rittersport-Schokoladenshop. So, wir erreichen nun unseren schönsten Platz, now in almost beautiful square. Vor uns erscheint auf der rechten Seite der französische Dom. Er wurde für die französischen Immigranten im 18. Jahrhundert gebaut. In ihm befindet sich eine protestantische Kirche, das Hugenottenmuseum und ein französisches Restaurant. Right next to the French Cathedral, it was built for the French immigrants in the 18th century. It accommodates a Protestant church, the museum for the Huguenots and a French restaurant. Dahinter der deutsche Dom, gebaut von Grünberg, in ihm die berühmte Ausstellung Fragen zur deutschen Geschichte. Behind is the German Cathedral, built by Grünberg. It contains the exhibition Questions on German History. In der Mitte das berühmte Konzerthaus gebaut von Schinkel. Das war ursprünglich ein Nationaltheater und deshalb sehen Sie auf dem Dach Apollo, die Gottestheaters und der Schauspiel. In the middle you see the concert hall built by Karl Friedrich Schinkel. Originally it was a national theater. And that's why you see here Apollo, the Gottestheater and drama on the roof. Im Sommer finden auf diesem Platz klassische Open-Air-Konzerte mit Lasershow statt. Im Winter ist hier ein wunderschöner Weihnachtsmarkt. During the summer season, you can see on the square classical Open-Air-Konzerte for Lasershow. In the winter season, you find here Berlin's exclusive Christmas market.
Das ist unser Haltepunkt, Grid Our Stop. Ja, einen Moment noch. Warte mal, es kommen noch Gäste runter. Ciao. Es kommt noch jemand runter. Wiedersehen. So, der nächste Querstraße vor uns. Auf der rechten Seite befindet sich Berlins berühmter Schokoladencafé Fassbender and Rauch. Hier können Sie über 20 verschiedene Sorten heiße Schokolade trinken. Was fürs Auge noch nicht teurer als andere Cafésitze. Und falls Sie noch Zahnprobleme haben, im vierten Stock ist ein Zahnarzt. In the next freeway ride, behind the third hotel, they will find our second sweet highlight, Berlin's famous chocolate cafe, Fassbender and Rausch. They can drink more than 20 different chocolates. It's something for your eyes and not more expensive as other cafes in the city. So, falls jemand von Ihnen hier nochmal gerne hier möchte, Sie können diesen Haltepunkt Nummer 9 auch erreichen in 5 Busminuten vom Haltepunkt Nummer 13 unter den Linden. You can reach our stop number 9 also in 5 minutes walking distance vom Stop Number 13 unter die Nette. Und wir Berliner sagen zu diesem Gebiet auch liebevoll Berlin, da bist du süß. The Berliners call the area also Berlin.